So, wir haben heute den ersten Schnee, den er ersten ernstzunehmenden Schneefall. Ihr seht das im Hintergrund. Da ist richtig was los. Ja, ich gehe jetzt rüber in den Schuppen. Da drüben im Hintergrund, da steht der Traktor. Die Straße ist 1,5 Kilometer lang. Also von unserem Haus, die Gravel Road runter bis zur Country Road, bis zur Soldiers Cove Road, was unsere Landstraße hier ist, sind 1,5 Kilometer. Die muss ich in jede Richtung, wie es aussieht, dreimal fahren, also in den Kram wirklich dann in die Pampa zu schieben. Denn wenn man das jetzt nicht weit genug rausschiebt und es schneit weiter, dann weiß man bald nicht mehr, wohin mit dem Schnee. Das heißt, ich bin dann 6 mal 1,5, sind 9 Kilometer im Traktor. Hab das noch nie gemacht. Ich gehe jetzt davor und schaue mir das überhaupt erstmal an. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Und ihr seid dabei. Jetzt mit der Kamera hier in den Schnee, weiß auch nicht, ob das so gut ist. Wie machen die das eigentlich bei National Geographic bei so einem Wetter? Boah, hier stiebt's voll rein, aber gut. Werden wir jetzt sehen. Also, Attacke. In Kanada, so weit war das Land. Na gut, muss jetzt auch nicht sein, gebe ich zu. So, Freunde der Sonne, hier ist unser Traktor. Hier vorne ist das Snowshield, niegelnagelneu. Und das müssen wir jetzt im Winkel so verstellen, dass der Winkel Sinn macht. Hier unten ist ein Abstandshalter, dieses runde Ding, was man da sieht, was den Abstand reguliert von dem Schild zur Straße. Den muss ich in der Höhe regulieren. Naja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, ich habe jetzt den Traktor umgedreht, um ein bisschen Licht zu haben, weil ich die Schaufel, wie gesagt, einstellen musste. Boah, hier schneit es die ganze Kamera voll. Ja, wie eben schon gesagt, das hier sind Abstandshalter, die den Abstand der Schaufel zur Straße regeln. Und ich habe hier unten diese Plättchen jetzt von hier oben nach unten gepackt, in der Hoffnung, dass so der Abstand stimmt. Wie hoch oder niedrig der Abstand sein sollte, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Learning by doing. Dann habe ich hier diesen unten mit einem Stift gesicherten Splint rausgezogen und habe die Schaufel quasi so auf einen Winkel gestellt, wo ich denke, da können wir jetzt gut mit loslegen. Aber habe anschließend diesen Stift nicht mehr reingekriegt, was mich jetzt sexuell gesehen nicht besonders erregt. So, und jetzt gehen wir mal rein. Starten die Kiste und fahren los. Und dann schauen wir mal buchstäblich, wie weit wir kommen. Auf der einen Seite kein großes Ding, auf der anderen Seite erste Mal in einem Traktor im Winter Schnee räumen und das alles selber machen. Ja, zugegeben, ist jetzt keine Doktorarbeit, aber doch spannend. Also, jetzt schauen wir mal.
So, das gerade eben hätte eine coole Einstellung sein können, wenn der Akku nicht abgekackt hätte, auf Deutsch gesagt. Ja, so ist passiert. Also, ich bin jetzt eine Tour runtergefahren, eine Tour hoch. War echt interessant. Warum? Weil die Geländeformation ab und zu wechselt. Und wenn man mit dem Ding in eine Senke reinkommt, genauso wie wenn man über einen Hügel kommt, dann muss man die Höhe und den Winkel des Snowshields, also des Schneepflugs, anpassen. Sonst gräbt man quasi seine eigene Straße aus. Es erfordert also ein Fingerspitzengefühl und eine gewisse Lernkurve, wie alles im Leben. Das war interessant. Das zweite, was ich gemerkt habe, wenn man zu nah an die Straßenbegrenzung rankommt, rechts und links, insbesondere wenn man schon ein paar Mal geräumt hat, besteht die faire Gefahr, dass man in die Entwässerungsgräben rutscht, die rechts und links der Straße sind, und dann mit dem Ding da drin hängt. Und so ein Traktor, der kann durchaus auch mal umkippen. Und ich sage mal jetzt voraus, das wird mir früher oder später passieren. Und das muss dann nicht lustig sein. Ansonsten, das, was mir nicht gefällt, war eingangs die Szene, den Winkel des Schneeschildes, des Snowshields, wie sagt man denn auf Deutsch, des Schneepflugs verstellen. Das geht zu zäh, weil wenn man in dem Wetter jetzt schaut da raus und du musst jetzt hier auf dem Hof, willst du es gerade stellen, den Winkel verändern von dem Ding, das muss gehen wie das Brezelbacken. Das hat mir nicht gefallen, aber das ist vielleicht auch eine Handhabungssache, das muss man einfach lernen, wie so viel ist hier draußen. Ansonsten muss ich sagen, hat mir das Spaß gemacht, klasse, ich glaube, ich habe genau das richtige Gerät gekauft. Dieser kleine 35 PS Coyote Tractor ist genau das richtige Gerät, der tapfer schiebt er da durch, auch mit Vierradantrieb, ohne Ketten, macht das super, wunderbar. Also zufrieden. Tag war nicht umsonst, wieder was gelernt. Und jetzt machen wir die zweite Tour darunter. Und wieder zurück. Das hier ist die Brücke, die über diesen Biberbach hier führt. Die Brücke wurde aufgeschüttet, also die Straße wurde aufgeschüttet von der Port Hawkesbury Paper Mill, um die zu verstärken für die Holzarbeiten. Und die ist jetzt richtig hoch. Und ich weiß, man sieht Gefälle, kann man in der Kamera schlecht einfangen. Aber vielleicht seht ihr das, wie steil das da rechts runter geht. Und wenn man da beim Schneeräumen, man hat auch, wie man sieht da in dem Traktor, man hat schlechte Sicht. Und wenn man da zu nah an die Kante kommt, dann geht man ab mit dem gesamten Ding, fällt da runter, vielleicht sogar in den Bach rein. Und ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber was ich definitiv sagen will, ist, dass das, ja, ihr seht im Hintergrund, das geht richtig steil runter. Und wenn du da in dem Ding drin sitzt und gehst da ab, das braucht kein Mensch. Aber die Gefahr besteht. Also man muss auch da bei diesem Job richtig aufpassen. Sonst wird das gefährlich. Denn wenn man da kopfüber in diesen Bach reinfällt und kommt da richtig zu liegen und kommst nicht raus aus dem Ding, dann ersäufst du da drin jämmerlich. Also das muss nur so als kurzer Clip. Also auch dieser Job will richtig gemacht sein, ansonsten wird das ruckzuck gefährlich hier draußen. Was interessant ist, der kleine Traktor, der ist normalerweise extrem sparsam im Spritverbrauch. Und hat jetzt hier aber die vier Touren a 1,5 Kilometer, sprich 6 Kilometer, auf unserer Gravel Road einen halben Tank gebraucht. Das heißt, das ist schon Schwerarbeit für die Maschine. Was ich jetzt mache, ich fahre mal rüber zu Kenny Cook, unserem Nachbarn, der hier für Oscar, von dem wir die Property hier gekauft haben, lange Jahre die Schneepflügearbeiten gemacht hat. Und der Kenny soll sich das mal angucken. Und was ich da gemacht habe, denn wenn man das jetzt am Anfang nicht richtig macht, wenn wir hier noch mehr Schnee kriegen, dann kommt man da in Teufels Küche, weil man irgendwann nicht mehr weiß, wohin mit dem Zeug. Und deshalb soll Kenny mal seine Meinung dazu abgeben. Sonntag, der müsste da sein. Schauen wir mal.
So this is our dear neighbor Kenny. Kenny is a good friend and neighbor of ours, and Kenny did this plowing job for many years for Oscar, the former owner of our property. And this has to be done properly, especially at the beginning of the season, because if you don't do it properly, you run into problems later on. And this is why I asked Kenny to come over and to assess the job I was doing here. And sorry, to clear the lens here. And so let's hear, Kenny, what have you seen? What do you think? For the first time you've ever done this in your life, I actually, not trying to pat you on the shoulder, but I actually think you've done an excellent job. I think you've done a real, real good job. The main thing when you're plowing snow, which I had mentioned to you back some time ago, was your first plowing, you plow it as wide as you can, so any future snowstorms, you'll have a place to put your snow, and which you already done that. So as far as my honest opinion, and you know I wouldn't lie to you, my honest opinion, you done an excellent job. So you really what you want to say is that conventional categories almost don't apply. No. What I found, no kidding aside, what I found several times, Kenny, that if you have, you can see, sometimes you can see badly because, same with the lens of the camera, the windows of the tractor are foggy, hazy, shady, and then that you have to really watch it. Because this tractor, not to slide into a ditch or even worse, slide down that bridge over this Beaver Creek down there, this can be dangerous. This could be very dangerous. That would be the end of you and your tractor if you went in there. Later on, tomorrow, after the storm, you will probably have to make them couple of extra trips that I told you about in the past. I think you might have noticed that coming in. Mm-hmm. Because if we get any rain or anything and it freezes, you're not going to be able to plow that. Mm-hmm. So you're going to have to pretty well make a few extra trips. You've seen where on the way in, you could see your tire tracks where you went out in the middle of the road. So you're going to have to make sure that you clean it down as low as to the ground as you can. Yeah, okay. So what you're saying is now it's basically good snow. But if that freezes and then new snow comes on top, then you don't have cleaned properly the times before, then you will run into a situation that you can hardly clean. Right, exactly. And that's where a lot of people make a mistake. That's where a lot of people makes. If you had a big machine, you wouldn't probably run into a problem. But with what you have there, no, you're going to have to clean it. Even with a four-wheel drive, half-ton truck, it's the same thing. You have to clean it the first time. If not, you're going to have nothing but problems afterwards. Okay, in other words, I'm a natural talent in snow plowing. Well, we won't go that far. I do it for money. I work for you too. Yeah. Okay, Kenny, just thanks for coming over and thanks for your No problem. I haven't insulted anybody yet today, so I guess you're a poor fellow to start with. Als ich jetzt eben zurückgekommen bin, Kenny nach Hause gefahren habe, wieder zurückgekommen bin, sah die Straße schon wieder so aus, als ob ich eigentlich gleich hätte wieder loslegen können hier. Seht ihr das? Das ist also geht wirklich zur Sache. Aber ich mache jetzt heute nichts mehr. Der morgige Tag muss ja auch noch ein Abenteuer bereithalten. Von daher fütter ich jetzt die Schweinchen und dann geht's rein, was essen. Danke fürs Zuschauen. Servus, macht's gut. Ciao. Problem. Und die Burschen hier sehen gut aus, vergnügt, eingeschneit, haben Appetit und sind auch sonst total super Tiere. Fantastisch. Unfassbar, was, dass denen das hier alles nichts ausmacht.